Ja, damit ihr das, was hier im Video gezeigt ist, nicht passiert, solltet ihr das Differential korrekt einstellen und das seht ihr hier im Video. Werden dann die Lagerschalen hier rausgeschlagen. Und zwar kann man da hier mit so einem langen Austreiber an der Außenfläche ansetzen und die dann hier rausschlagen. Ja, hier sieht man auch nochmal das beschädigte Lager mit dem beschädigten Race hier. Warum das alte Lager so gefressen hat, ob das aufgrund mangelndem Öl oder einfach nur Verschleiß der Fall war, kann man im Nachhinein nicht mehr genau sagen. Jetzt wird das neue Lager hier eingetrieben. Das kann man mit der alten Lagerschale und einem Hammer dann abwechselnd hier eintreiben, bis das bündig an der Anlagefläche anliegt hier. So, und jetzt sitzt die neue Lagerschale schon. Das kann man nochmal kontrollieren, indem man auch hier unten schaut, ob das dort unten bis an den Rand anliegt. Aber das sieht gut aus. So, nachdem die neuen Lagerschalen und die neuen Lager montiert sind, kommt jetzt ein neuer Crush Sleeve zum Einsatz. Das sind hier diese Abstandshalter. Das sind sogenannte Crush Sleeves. Und zwar werden die zusammengedrückt und die legen damit die Vorspannung hier zwischen diesen beiden Lagern dann fest. Und die ziehen wir jetzt da drauf. Ja, hier oben wird jetzt noch ein neuer Simmerring montiert. Und dann muss der Simmerring auch geschmiert werden, wenn der das erste Mal läuft. Ist auch wichtig, damit er nicht trocken läuft und davon dann kaputt geht. Dann kann man den Yoke auch wieder draufsetzen. Wenn der Yoke dann montiert ist, ist es auch wichtig, hier eine neue Quetschmutter zu nehmen. Das sieht man hier, die ist nicht ganz rund. Das ist extra so, damit die dann sich nicht mehr losdrehen kann. Und die muss auf jeden Fall erneuert werden. Ja, um den Yoke gegenhalten zu können und die Mutter anziehen zu können, benötigt ihr hier so einen Yoke-Holder. Den müsst ihr auf jeden Fall hier verschrauben. Wenn man den Yoke-Holder dann montiert hat, dann kann man zum Beispiel hier so einen dicken 3/4 Zoll Knebel dort ansetzen und hat dann einen sehr guten Gegenhalter. Den kann man noch mit einem Rohr verlängern und hat auf jeden Fall dann die nötige Kraft, um eben auch die Mutter anzuziehen bzw. den Crush Sleeve zu crushen. Und ja, alles andere geht auf jeden Fall in die Hose. Ja, um das Ganze richtig einzustellen, braucht man hier so einen kleinen Drehmomentschlüssel in Inch Pound und auch keinen, der klickt, sondern einen mit einer Skala. Und der wird dann hier auf das Pinion draufgesetzt und dann kann man den nullen und da wird gemessen, wie viel Widerstand das Lager bietet in Inch Pound. Da sieht man jetzt hier, das sind ungefähr 10 Inch Pounds Vorspannung. Also das heißt, das Lager ist jetzt so weit vorgespannt, dass das 10 Inch Pound benötigt, um hier den Yoke zu drehen. Und es gibt da verschiedene Angaben, auch je nachdem, ob man die Lager neu gemacht hat oder mit gebrauchten Lagern arbeitet. Bei gebrauchten Lagern sind, glaube ich, angegeben 6 bis 8 Inch Pounds. Und wenn man jetzt neue Lager und Schalen verbaut hat, sollte das Ganze schon etwas strammer sein. Dann muss das Ganze ungefähr 15 bis 18 Inch Pounds haben. Das heißt, hier muss ich noch ein bisschen nachziehen und das Ganze dann auf den richtigen Wert bringen und eben auch hier diesen Crush Sleeve noch etwas zusammenpressen. Das bedeutet, hier muss jetzt wieder ein Gegenhalter sich gebaut werden und dann nimmt man auf der anderen Seite, ich hole mal gerade hier
die lange Verlängerung. Die wird dann hier angesetzt. Jetzt muss man noch ein Rohr ansetzen. Und dann kann man das Ganze hier mit zwei langen Hebeln noch ein Stück, aber immer nur in ganz kleinen Schritten weiter anziehen, bis eben diese Vorspannung erreicht ist. Ja, das hier ist jetzt das Setup so mit den zwei Verlängerungen hier. Das kann ich euch auch nur empfehlen, entweder zu zweit zu machen oder eben auch ja, mit entsprechendem Gegenhalter, wo ihr hier dieses Rohr dann irgendwo gegen die Wand anlehnen könnt. Ihr braucht also auf jeden Fall sind zwei lange Hebel benötigt, um hier die Mutter und eben auch den Crush Sleeve anzuziehen. Und ich habe den jetzt auf ein Maß gebracht, dass der eben auch entsprechend passt. Das kann man gegenkontrollieren. Da habe ich, wie gesagt, diesen Drehmomentschlüssel. Das kann ich auch mal zeigen hier. Und wenn man die dann abmacht, kann man dann hier mit dem Drehmomentschlüssel Drag messen. Also das heißt den Widerstand. Und der liegt jetzt in einem guten Bereich zwischen 15 und 20 Inch-Pounds. Das ist jetzt auf jeden Fall ein guter Wert für neue Lager. Und dementsprechend kann man das so lassen. Und man kann auch nochmal den Test mit der Hand machen. Es fühlt sich auf jeden Fall gut fest an, aber ohne dass es irgendwie ruckt oder ruckelt und Stellen im Lager hat, die irgendwie sich komisch anfühlen. Dementsprechend können wir das Pinion so jetzt belassen. Als nächstes machen wir natürlich auch hier die Simmerringe an den Side-Yokes raus. Die werden auch getauscht. Geht am besten hier mit so einem Werkzeug. Geht sehr schnell. Und dann ist das Ganze nachher auch dicht. Ja, wenn ihr dann den Bossy-Carrier hier wieder im Differential drin habt, dann müsst ihr noch das Backlash kontrollieren. Und zwar macht ihr das hier mit so einer Messuhr in 1/1000 Inch. Und die wird senkrecht hier auf einen Zahn vom Tellerrad angesetzt. Und dann müsst ihr das Spiel zum Pinion kontrollieren. Das heißt, ihr müsst hier an dem Tellerrad vor und zurück wackeln und messt damit das Spiel hier an der Messuhr, was ich jetzt aktuell so bei 6 befindet. Das ist ein guter Wert. Das ist das Spiel hier zwischen dem Pinion und dem Ring. Und das sollte auf jeden Fall so 6 bis 10 Tausendstel Inch betragen. Ansonsten habt ihr auf jeden Fall Geräusche hier. Ich musste das auch ein bisschen anpassen hier. Und zwar wird das dadurch angepasst, indem man das Tellerrad mehr zur Mitte oder weiter von der Mitte weg entfernt. Und zwar gibt es da hier an den Seiten, gibt es neben den Lagern hier solche Shims und die haben auch unterschiedliche Dicken und damit kann man das Tellerrad dann seitlich verschieben und so dann nach und nach durch Ausprobieren das korrekte Spiel einzustellen. Um das Tragbild hier am Differential zu kontrollieren, müsst ihr hier solche Tuschierpaste mit einem Pinsel auftragen. Ja, und dann schauen wir ja, ob das Tragbild eben hier auch bei Beschleunigung oder auch bei Gas wegnehmen passt. Das ist dann Drive Side, Coast Side hier auf dem Tellerrad und das schauen wir eben je nachdem, wie diese Tuschierpaste eben weggenommen wird und da eben ein Schatten entsteht. Ja, und dafür schaut ihr, ob der Abdruck eher auf der Heel- oder auf der Toe-Side, also innen oder außen, sich abgedrückt hat. Ja, dazu gibt es aber auch viele Videos hier im Netz dazu, wo das im Detail erklärt ist, wie man das Pinion dann höher und tiefer setzen kann. Dementsprechend werde ich das jetzt nicht hier im Detail erklären. Aber man sollte das auf jeden Fall kontrollieren, bevor man das komplett zusammenbaut. Auch nicht vergessen, hier das Additiv hinzuzufügen für die
Reiblamellenkupplung. Das ist das Limited Slip Axle Additive. Wenn ihr das nicht dabei habt, dann macht euer Differential auf jeden Fall die seltsamsten Geräusche in der Kurve. So. Ja, und zu guter Letzt kann dann noch eine neue Dichtung und der Deckel drauf.